بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، لبقش فيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي لاجة إن بالستينا فشلشتت. كان زندس يمانت denkt, dass die Lage in Palästin besser geworden. Nein, wallahi nicht. Noch schlechter geworden. Noch schlimmer geworden. Warum schlimmer geworden? Weil jeden Tag die Juden bombardieren unsere Geschwister, töten unsere Familien dort. Sogar die Kinder werden auch getötet. Ohne Rahma, ohne Gnade. Und die ganze Welt beschäftigt sich mit Sachen, die unnötig sind. Sogar die Muslime, leider. Die haben andere Sorgen. Andere Sorgen sind, wer hat in Fußball gewonnen? Oder was habe ich in meinem Tag verdient? Meine ich damit, wie viel Geld habe ich verdient? Aber keiner macht Kopf und keiner macht Sorgen um die Geschwister, die in Palästin sind. Obwohl die Lage ist, wie gesagt, noch schlimmer geworden. Warum noch schlimmer geworden? Weil die sogar auch kein Essen haben, kein Stück Brot haben, subhanallah. Wallahi, kein Stück Brot, subhanallah. Wenn die ein Stück Brot bekommen, die freuen sich, aber richtig. Aber wir haben kein Gefühl mehr. Wir machen keine Sorgen mehr. Weil wir auch vergessen, dass die unsere Geschwister sind. Innamal mu'minuna ikhwa. Und wir sagen, dass Palästin wal Quds uns gehört. Und wir sagen auch, egal wo die Muslime sind, die sind unsere Geschwister. Wir lieben die für Allah Azza wa Jal. Wir sind ein Körper. Wenn jemand dort Schmerzen hat, die haben auch hier Schmerzen. Wenn jemand auch Hunger dort hat, eigentlich müssen wir auch hier Hunger haben. Und wenn jemand seine Kinder, seine Eltern verloren hat, muss man auch das Gefühl auch haben, weil wir sind ein Körper und wir sagen, dass wir alle Muslime sind und dass wir alle für Allah Azza wa Jalla lieben, und das ist eigentlich unsere Aqidah, weil wenn jemand kein Gefühl gegenüber seinen Geschwistern, er muss richtig nochmal Aqida lernen. Sein Aqida ist kaputt. Oder ich kann laut sagen, er hat gar keine Aqida. Mindestens, dass wir, sage ich immer, dass wir nur Dua machen, das vergessen wir auch. Allahu musta'an, Allahu musta'an.
aber wir hören nur was Gutes über die Geschwister, die dort sind. Wir hören nur, dass die richtig stabil sind. Wir hören nur, dass die, was kann ich euch sagen, dass die Männer sind. Dass die Frauen von denen Männer sind. Dass die Kinder von denen Männer sind. Allahu Akbar. Das reicht uns, Wallahi. Die sind richtig, MashaAllah. Allahumma barik. Und SubhanAllah. Allah Azza wa Jal sagte sogar: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabr was-salah. O die ihr glaubt, sucht ihr Hilfe bei was? As-salah. 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 Wa ma malakat aymanukum. الله أكبر الله أكبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة und sucht ihr auch Hilfe bei was? Beim Geduld. إن الله مع الصابرين. Allah ist mit den Standhaften. Und أهل غزة, die wissen das. Und سبحان الخالق, die freuen sich auch, wenn einer getötet wurde, einer der Shahid ist. Sogar die Eltern sagen, eine Mutter oder ein Vater, wenn die ein Kind verloren haben, die sagen, Alhamdulillah, Alhamdulillah, hatta tarda, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bis du mit uns zufrieden bist, Subhanallah. Wallahi, Rijal, die sind richtig Männer, Subhanallah. Alhamdulillah, hatta tarda, Allahu Akbar. Es gibt manche Familien, die haben 3, 4 Kinder verloren. Und trotzdem, die suchen nur die Zufriedenheit von Allah Azza wa Jal. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ Allah Azza wa Jal يقول danach: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Ihr dürft nicht sagen, dass die Leute, die gestorben sind, als Mütterer, dass sie gestorben sind. Nein. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Aber wir wissen nicht, wie die Rizq von Allah Azza wa Jalla dort bekommen. Allahu Akbar. فَرِحِينَ sind zufrieden. Allahu Akbar. Mütiger, Shuhada, richtig, richtig zufrieden. Danach sagt Allah Azza wa Jalla: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات. Das heißt, ich werde euch ein bisschen prüfen mit was? Hunger und Angst oder Furcht. ولنبلونكم بشيء من الخوف Angst والجوع was noch? Hunger. Das ist, was jetzt in Palästina ist. Das ist, was jetzt auch in Gaza ist. Die werden auch geprüft. Wegen was oder durch was? سبحان الله هونجر الجوع الله أكبر ونقص من الأنفس والثمرات دي زالن أوخ دي فادن أوخ getötet und auch والثمرات auch die Früchte wenig Früchte nichts sogar auch aber وبشر الصابرين الله أكبر und verkünde die ein frohe Botschaft für die Standhaften. Wer sind die? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Die ein Unglück von Allah Azza wa Jal treffen, was sagen die? إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. Wir gehören Allah Azza wa Jal. Oder wir sind von Allah Azza wa Jal. Und wer wieder zu ihm zurückkehren? Jeder wird sterben eigentlich. Keiner wird hier in dieser Dunya für Ewigkeit bleiben. Nein. Allahu Akbar. Subhanallah. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Allahu Akbar. Die haben richtig diese Ayah verstanden. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Diese Leute, die sowas bekommen haben, Allah ist zufrieden mit denen. Allah ist barmherzig mit denen. Allah richtig
لوبت دي. سبحان الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. انزين البرامج شكايت، وأولئك هم المهتدون. زوغا ديز لويت زين غشيش الهداية بكم دي غش لاتونك بكم دي فيا لايدا في اللغن هاب تسهر بليبا برودون شفستا. لا تنسوا الدعاء مع إخوانكم وأخواتكم هناك في غزة وفي كل مكان نحارب فيه الإسلام. من إبغال هو الإسلام بكم فيرت إيفست. الإسلام دين الحياة. الإسلام تسس أين غيليجيون تسليبنس. الإسلام حضارة. الإسلام نور. الإسلام خير. الإسلام كل شيء. الله عز وجل ارتضاه لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بس قلت إيه نخابن الله عز وجل السفخيد من ديزغي لقيهم ون إيه فيست إيقال ودي مسلم الزينت فادن جكمفت وهم ودي كفار فيسن جيناو تستس دي واحد إست أبا أم إند في فادن جيفينن النصر للإسلام. ألا إن نصر الله قريب. تزيق إصنع والله تزيق إصنع في منزيت في دي كندا richtig standhaftig sind und wie man auch sieht, wie die Frauen sogar auch freuen, wenn ein Kind von denen gestorben ist und getötet wurde und als Schahid gestorben ist, die freuen sich und die sagen, wie gesagt, Alhamdulillah hatta tarda. Das heißt, sie sagen Alhamdulillah, ya Allah, nahmaduk, bis du mit uns zufrieden bist. Qimmatul Iman, Allahu Akbar. Das ist ein richtiger Iman. Allahu Akbar. Die haben nichts, wallahi, die haben nichts. Sogar, es gibt manche Brüder, die sagen, subhanallah, wir haben sogar Wasser, salzige Wasser und wir machen Zucker, damit das Wasser nur ein bisschen süß wird, damit wir das Wasser trinken können. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wir haben alles. Aber schon da ist, dass wir die vergessen, dass wir die nicht in unser Dua erwähnen, dass wir die nicht helfen, dass wir auch nicht für die spenden, obwohl man hört und man sieht, dass die Juden die bombardieren, aber trotzdem, wir haben unsere Geschwister in Gaza vergessen. Allahumma a'inhum, Allahumma a'inhum, wa qawwi sawa'idahum, wa aghfir lahum, واشف مرضاهم وتقبل منهم شهداءهم يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمهم برحمتك واسترهم بسترك. اللهم ارزقهم الجنة بغير حساب. اللهم ارزقهم الجنة بغير حساب. اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.